Spiel macht Spaß. Es ist ein stürmischer Herbsttag in Ponti Pendi. Es ist kurz vor Feierabend und Mike Flatt ist gerade dabei, sein Werkzeug einzupacken. Hallo Leute, ich hoffe es geht euch gut. Was für ein stürmischer Tag heute. Aber jetzt geht es ab nach Hause. Nur noch schnell die Leiter einpacken und ab nach Hause. Helen wartet bestimmt schon mit dem Abendessen auf mich. Wenige Augenblicke später ist Mike mit dem Auto auf der Landstraße Richtung Ponti Pendi unterwegs. Der Sturm nimmt weiter zu. Die ersten Bäume biegen sich bereits im Wind hin und her, als auf einmal ein großer Baum krachend auf die Straße stürzt. Mike bemerkt leider zu spät, dass die Straße durch einen dicken Baum blockiert wird. Oh nein, ein Baum! Mitten auf der Straße! Ich muss bremsen! Zu spät. Mike kracht mit seinem Lieferwagen in den großen Baum. Oh nein, der Baum muss durch den Sturm auf die Straße gefallen sein. Ich bekomme irgendwie die Tür nicht auf. Scheinbar blockiert der Baum die Tür. Ich muss mit meinem Handy Hilfe rufen. Hallo? Hier ist Mike. Ich bin auf der Landstraße in meinem Auto eingeklemmt. Sam, Quidlington, Mike ist auf der Landstraße in seinem Auto eingeklemmt. Rücken Sie sofort mit Jupiter aus. Wenige Minuten später erreichen Sam und Elvis den Einsatzort. Oha, das sieht übel aus. Wir müssen Mike da schnellstmöglich befreien. Ja, Sam. Wir sollten zunächst unsere Schutzhelme aufsetzen. Es ist einfach zu gefährlich. Umherfliegende Äste könnten uns gefährlich verletzen. Wir müssen versuchen, den Baum irgendwie wegzuziehen. Ah, keine Chance. Er ist viel zu schwer. So wird das nichts. Mit der Winde von Jupiter kommen wir da auch nicht ran. Vielleicht kann uns Penny mit Venus helfen. Ich werde sie gleich mal anrufen. Penny, hier ist Sam. Wir brauchen dringend deine Hilfe auf der Landstraße. Hallo Sam, kein Problem. Ich bin gleich bei euch. Gib mir 10 Minuten. Wenige Minuten später erreicht Penny den Einsatzort. Oh, das sieht wirklich nach einem großen Baum aus. Ah, da vorne sind Sam und Elvis. Hallo Penny, schön, dass du so schnell kommen konntest. Kein Problem, Sam, dafür bin ich ja da. Elvis, würdest du Penny bitte noch einen Schutzhelm aus Jupiter holen? Kein Problem, Sam, bin schon dabei. Hier, Penny, der sollte passen.
Schon besser. Penny, wir müssen mit der Winde von Venus versuchen, den großen Baum von Mikes Transporter zu ziehen. Wenige Augenblicke später hat Penny das Seil sicher an einem dicken Ast des Baums befestigt. Das sollte halten, denke ich. Okay, Penny. Ab ins Auto mit dir. Es geht los. In Ordnung, Sam. Penny gibt vorsichtig Gas. Es klappt. Der Baum bewegt sich. Geschafft. Mike ist frei. Gute Arbeit, Penny. Vielen Dank an alle. Mal gucken, ob ich die Tür jetzt aufkriege. Ja, sie geht auf. Vielen Dank nochmal an euch drei. Kein Problem, Mike. Dafür sind wir ja schließlich da. Genau, kein Problem, Mike. Dafür nicht, Mike. Es sind Sommerferien. Diese Woche findet der große Sommerjahrmarkt von Ponty Pandy statt. Neben einem großen Riesenrad bietet der Jahrmarkt auch noch eine gruselige Geisterbahn, einen Zirkus mit vielen Tieren und Attraktionen. Sowie das neue Breakdancer-Karussell. Auch Sarah und James wollen den neuen Breakdancer unbedingt ausprobieren. Guck mal, Sarah, ganz schön teuer. 3 Euro pro Fahrt. Ich glaube, mein Taschengeld reicht dafür gar nicht aus. Keine Sorge, Mama hat uns noch etwas Geld mitgegeben. Hier, guck mal, das sollte reichen. Super, dann können wir uns hier vielleicht nachher noch Zuckerwatte kaufen oder gebrannte Mandeln. 2 Kinderkarten, bitte. Gerne, macht 6 Euro zusammen. Hallo ihr beiden, ihr wollt auch eine Runde mit dem neuen Breakdancer fahren? Ja, hier sind die Karten. Merci. Da hinten, die lila Gondel ist noch frei. Sarah und James nehmen in der lila Gondel Platz. Die Sitzbügel schließen mit einem lauten Zischen. Oh, bin ich aufgeregt. Ich glaube, es geht los. Und schon beginnt sich der Breakdancer zu bewegen. Als auf einmal ein lautes elektronisches Geräusch zu hören ist und der Breakdancer langsam zum Stehen kommt. Nanu, was ist denn das? Sehe ich da hinten etwa Rauch? Erste Flammen schlagen aus dem Antrieb des Karussells. Hilfe! Hilfe! Feuer! Alle müssen schnell aus der Gondel und sich sofort in Sicherheit bringen! Oh nein! Der Breakdancer brennt. Bloß, warum steigen die Leute nicht aus? Oh mein Gott, Feuer am Breakdancer. Oh nein, es brennt. Ich werde sofort zur Hilfe eilen.
Scheinbar wurde der Brand durch einen Kurzschluss ausgelöst. Die Bügel der einzelnen Gondeln lassen sich nicht mehr öffnen. Sarah, die Bügel, sie gehen nicht auf. Wir kommen hier einfach nicht raus. Hallo, was ist passiert? Schnell, wir müssen das Feuer löschen. Die Fahrgäste kommen nicht aus den Gondeln. In Ordnung, da hinten habe ich einen Feuerlöscher gesehen. Mit großen Schritten eilt Penny zum Feuerlöscher des Riesenrads. So, damit sollte ich das Feuer löschen können. Das Feuer hat sich inzwischen weiter ausgebreitet. Mit einem kleinen Feuerlöscher hat Penny leider keine Chance, den Brand zu löschen. Nein, so wird das nichts. Wir müssen Jupiter holen. Hey Penny, brauchst du Hilfe? Ja, wir brauchen hier unbedingt Jupiter. Mit einem Feuerlöscher haben wir keine Chance. Okay, ich werde sofort die Feuerwehr rufen. Hallo, hier ist Mike. Es brennt auf dem Jahrmarkt. Sam, Ridlington, sofort mit Jupiter ausrücken. Feuer auf dem Jahrmarkt. Wenige Minuten später treffen Sam und Elvis auf dem Jahrmarkt ein. Jedoch ist der Weg zum Breakdancer viel zu schmal. Stopp, Elvis, da passen wir nicht durch. Der Weg ist einfach viel zu schmal. Wir müssen wohl zu Fuß weiter. Sam und Elvis steigen aus Jupiter aus, um zu Fuß zum Breakdancer-Karussell zu gelangen. Hier kommen wir mit Jupiter wirklich nicht durch. Elvis, wir nehmen die Feuerlöscher mit. Damit sollten wir das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Okay, Sam. Ich werde sie gleich aus Jupiter holen. Beeilung, Elvis. Die Flammen scheinen immer größer zu werden. Oha, ganz schön hoch schon die Flammen. Elvis, Sam, gut, dass ihr da seid. Schnell, wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich noch weiter ausbreitet. Okay, Penny. Leider kommen wir mit Jupiter nicht zum Breakdancer durch. Wir haben die Feuerlöscher dabei. Sam und Elvis versuchen mit vereinten Kräften, das Feuer zu löschen. Mike, ich befürchte, so wird das nichts. Wir brauchen Hilfe aus der Luft. Kann ich mal dein Handy haben? Natürlich, Penny. Hier. Danke, Mike. Ich werde gleich Tom Thomas anrufen. Oh, mein Handy klingelt. Hallo? Hi, Penny. Oh, verstanden. Ich bin gleich unterwegs. Tom Thomas steigt sofort in seinen Hubschrauber und lässt die Triebwerke von Wallaby an. Und hebt ab. Oh nein, die Flammen da unten sind schon richtig groß. Ich sehe Sarah und James. Und da unten, das sind doch Sam und Elvis. Ich werde langsam an den Breakdancer ranfliegen. Wo
Vorsichtig fliegt Tom Thomas Wallaby über das Breakdancer-Karussell. Und lässt eine große Ladung Löschwasser auf die Flammen ab. Geschafft. Die Flammen sind gelöscht. Die Fahrgäste können aus dem Karussell aussteigen. Puh, war das knapp. Hey, ich bin ja ganz nass geworden. Meine gute Lederweste. Auch Helen Flood kann den Breakdancer unverletzt verlassen. Sarah, James, ihr hier? Ja, wir wollten auch eine kleine Runde mit dem Breakdancer fahren. Puh, war das knapp. Ja, gut, dass Tom Thomas so schnell da sein konnte. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Ponty Pandy zu Ende. Falls ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden erleben möchtet, schaut doch gerne mal bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da, um keine spannenden Filme mehr von uns zu verpassen.